Heute zeige ich euch meine Trommelfamilie. Zuerst stelle ich euch hier dieses große Trommelpärchen vor. Die eine heißt die kleinere und die größere. Und die kleinere heißt Conga, die größere heißt Dumba. Die beiden zusammen kommen aus Kuba, Lateinamerika. Na, da wird zum Tanz gespielt, nur sie sind sehr unkommod. Also wenn ich sie hochheben will, dann muss ich gestehen, sind sie einfach nur schwer. Ich nehme sie manchmal in Workshops mit und schiebe sie ganz hinten in mein Auto rein. Und da geht's gerade so. Aber im Rucksack haben sie keinen Platz. Das hier sind auch meine teuersten Trommeln. Da kosten beide zusammen 900 Euro. Also da habe ich schon ganz schön tief in die Tasche gelangt. Jetzt schauen wir uns die Conga gleich nochmal von der Nähe an. Aha. Und zwar von ganz. Wie sie geformt ist wie ein Fass. Und innen drin ist ein Gummibaum. Ein Gummibaum. Man glaubt es kaum. Und außerdem ist sie sehr schwer. Ich glaube, ich tue sie mal wieder runter. Ticke, ticke, tock, tock, ticke, ticke, tock, tock. Ha, jetzt kommen wir zum kleineren Pärchen, der Latin Percussion. Das sind die Bongos. Bongos, auch wieder natürlich aus Kuba. Sie stehen auf einem Stativ. Seht ihr das überhaupt? Ich mache mal so. Stehen auf einem Stativ. Man kann sie im Stehen und im Sitzen spielen. Ich mag besonders diese Spielweise mit den Fingern. Aber meistens stehen meine Bongos in meinem Schrank. Denn bis ich das Stativ aufgebaut habe, das sehr schwer ist allerdings, damit es eben nicht kippt. Ja, es ist etwas, ja. Sie steht dann einfach gerne mal im Schrank, bis ich sie raushole und wieder aufs Stativ stelle. Dafür habe ich ungefähr 140 Euro ausgegeben. Gut. Und dann habe ich mir gleich ein Schnäppchen geholt, und zwar so Wooden-Bongos. Genau das gleiche Pärchen, nur aus Holz. Mir gefiel einfach dieses Design, kosteten bloß 90 Euro, aber mir dachte, nehme ich sie mit. Da habe ich kein Stativ dazu. Könnte ich vielleicht haben, aber habe ich nicht. Das spielt man einfach zwischen den Beinen. Einklemmen und spielen. Das hier ist meine Cajon. Eine Holzkiste, die sehr beliebt ist in Schulen. Überall sieht man sie und hört man sie. Sie imitiert einen Schlagzeugsound. Eigentlich ganz interessant. Ich persönlich mag sie nicht so gerne, weil ich die Spielweise nicht mag, weil ich dann immer so krumm da sitze. Das mag ich nicht. Ich mag einfach da ein bisschen Offenheit. Ich habe damals so 170 Euro bezahlt und eigentlich ist es unser Stuhl, unsere Erhöhungskiste, unser alles. Ja, so ist es nun mal. Muss ich ehrlich erwähnen. Das hier sind meine Djemben, meine Lieblingsinstrumente aus Afrika. Dazu natürlich auch die afrikanischen Lieder. Ich liebe es. Einfach nur so. Die hier ist eine bauchige, also sie hat so bauchige Bässe und ich mag sie besonders wegen dem Fell, ihr wisst schon. Der Korpus besteht aus einem ganzen Stamm und oben ist das Ziegenfell und außen ist nun einfach unrasiert. Sehr schöner Klang. Die hier ist meine Reisecembe. Ihr kennt sie vielleicht schon irgendwo gesehen. Da muss ich immer mal hier reinschlüpfen, nicht wahr? Und dann geht's los. Habe ich sie an der Frau. Ha. Für die große Djembe habe ich so circa 360 Euro ausgegeben oder D-Mark damals, weiß ich nicht mehr ganz genau. Es ist schon lange her. Und für unsere Reisetrommel, da habe ich so bestimmt 130 ausgegeben. Mehr kosten die eigentlich dann nicht. Ich hoffe, euch hat die kleine Trommeltour gefallen und vielleicht sehen wir uns nächsten Freitag. Und tschüss! Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die kleine Trommeltour gefallen. Ich hoffe, euch hat die kleine Trommeltour gefallen. Entschuldigung. Was ist jetzt wieder? Es stimmt nicht, dass das Fiberglas ist, sondern das ist eine Lackierung, eine fette, fette Lackierung. Hier sieht man einfach, dass sie aus einem Fass gemacht ist. Innen drin ist ein Gummibaum.